Das einzig Unangenehme sind diese toten Tiere mit ihren aufgequollenen Bäuchen und ihren steifen, abstehenden Beinen. Der Graben führt an ihnen vorbei. Neben ihnen, unter ihnen, teilweise zwischen ihnen. Meine 7 Soldaten und ich sind bald blutbeschmiert. Es ist 10:15. Plötzlich hört man das Pfeifen einer Trompete. Es ist die allererste an diesem Morgen. Das Geschoss explodiert genau über den Köpfen der sich duckenden Soldaten, die dort mit ihren Leitungsrohren stehen. Einer der Soldaten, ein Mann mit Namen Morey, dreht sich um. Er sieht gerade noch, wie William Henry Dawkins umfällt. Auf die ganz besondere Art und Weise, die man bei Schwerverletzten beobachten kann, wenn der Fall nicht von den Reflexen des Körpers gesteuert wird, sondern...